Wir wollten so einen Jazz-Lyrik-Abend irgendwie zusammenschrauben und dann, also einen Gitarrist, einen Sprecher und mal schauen, Texte finden. Und dann haben wir aber gemerkt, wir haben mehr Lust auf eine Geschichte. Und dann haben wir uns eben den Odysseus vorgeknüpft. Zehn Tage und zehn Nächte brannte Troja. Ein Freudenfeuer für 10 Jahre Krieg. Als dann die reiche Beute unter uns verteilt war. Gold und Waffen und auch Frauen. Trat ich als erster Fürst mit meiner Flotte, 12 Schiffe voll besetzt mit Untertanen, die lang ersehnte Heimfahrt an nach Ithaka. Odysseus, das bot sich so an, weil die Geschichte ist, wir wollten expressiv sein, wir wollten eben nicht nur Jazz oder so ein bisschen Geplänkel machen, sondern eine kraftvolle Geschichte, eine intensive Geschichte. Und Odyssee ist so geil, weil da wird's laut, da gibt's Monster. Die Männer werden wieder zu Kindern, rufen nach Mama, Papa, Schwester, Liebsten. Mancher versucht im Staub Arm, Bein, Gedärm wiederzufinden und aufzusammeln, bevor ein Leichtrigonenspieß ihn selbst vom Boden spickt. Er wird mit den anderen auf eine Leine gefädelt. Ein Dorn wird durch die Körpermitte gerammt, damit kann... Von dort aus hörte ich Odysseus ihren Führer schreien. Hey, Matschauge, hörst du mich? Du dachtest wohl, du kriegst mich klein, du sabberndes Monster. Und was auch auf jeden Fall ein Punkt war, dass es halt, dass man diese Station hat, also dass diese vielseitigen Stationen da vorkommen in der Geschichte. Also man kann halt auch, also für mich war das halt wichtig, dass man musikalisch ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Und das ist ja in einer Odyssee großartig, weil man hat immer einen abgeschlossenen Teil und dann kommt der nächste, der darf völlig anders sein. Ich will ja auch nach Hause, ja? Aber mit... ein bisschen was im Gepäck. Wie, was? Ein bisschen was im Gepäck, ja? Hör mir mal zu, ein bisschen was im Gepäck ist ja bitteschön fast alles abgesoffen unterwegs, ja? Und jedes Mal, wenn es so richtig was zu holen gibt, ich meine, wer staubt da voll ab? Wer? Er? Wer? Der Alte. Ich meine, der schnappt sich die geilsten Frauen, die größten Gastgeschenke und wir kriegen den Kleinkram, ja? Alleine auf der letzten Insel, ja? Dieser Herr der Windearsch, ja? Der hatte 6 Töchter, ja? 6 Töchter! Ich meine, hab ich eine abgefasst von denen? Oder er? Oder du? Oder irgendein anderer von uns Rudern die begehrte Katastrophe als erster abdanken dürfen, wenn der Chef noch wieder neue Pläne spielt? Wir haben einmal einen Sommer geprobt. Da sind wir so bis zur Hälfte gekommen, da waren die Texte alle. Dann sind wir aus unserer Hochschule rausgeflogen, weil wir viel zu laut waren und die Nachbarn sich beschwert haben und das Fenster offen blieb beim Proben. Und das war aber eigentlich ganz gut, weil ich hatte auch keine Texte mehr. Es war eigentlich der Anspruch, fremde Texte komplett zu nehmen, also Texte von Fremdautoren. Mein Vater war Schriftsteller. Er ist verstorben, ich verwalte seinen Nachlass. Und von ihm gibt es auch einen Text, der Odysseus in Ithaka heißt. Und auf den ist Lorenz Liebold in der Vorbereitung für dieses gestoßen und hatte mich eben um Textnutzung gebeten. Und dann haben wir zuerst eine Aufnahme gemacht und dann haben wir das für die Bühne. Also es war immer der Anspruch, wir wollen das live aufführen. Also ich werde mir auch die CD gleich noch kaufen, aber es fehlt da, glaube ich, dann noch ein winziges bisschen, weil die beiden in Aktion zu sehen, während sie das darbieten, ist halt noch eine Spur mehr. Und ich kann jedenfalls nur empfehlen, sich das anzugucken, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Ich denke, das ist eine sehr gelungene Mischung aus vielen verschiedenen Dingen ist. Also es ist erstmal Musik und Sprache, die miteinander kombiniert wird und auf eine sehr angenehme Weise, nämlich so, dass man gezwungen wird, zuzuhören. Tick, tack, tick, hörst du, wie das Pendel schwingt? Hörst du, wie die Zeit vergeht? Hörst du, wie der Baum dort steht? Wie der Wind uns so weht, wie sich die Erde dreht? Hörst du, wie sich Energie entlädt? Sich der Geist im Hirn bewegt? Der Weltraum entsteht, Planet für Planet und diese Ewigkeit. Eine Lichtgeschwindigkeit zur Endlichkeit, zu dir, zu deiner Art der Gegenwart und dieser Zeit vereint. Hier voll in Fahrt, frag mir, bist du bereit für unsere Dimension? Das Irren ist Vergangenheit, in der Bewegung liegt die Kraft.
Geschichte ist so groß und die hat so viele Facetten zu bieten. Also mir geht es immer wieder so, dass ich selber überrascht bin von bestimmten Texten. Wenn ich das mache, denke ich mir so, wow, was ist denn das für ein geiles Gedicht? Ist mir nie aufgefallen, was da noch für eine Facette drin steckt. So. Und die Leute sind halt immer, die sehen das, so wie viel Akribie da drin steckt und so. Und da gibt es eine Wertschätzung immer. Weil wenn das mit so wenig so ein tolles Ergebnis gibt, dann ja, kann sich gerne jeder selber aufgerufen fühlen, das zu machen. Ansonsten tolle Akustik, mir hat besonders halt die Szene mit dem Sturm gefallen. Oh nein! Elpenor, da kommt da lauter Wind raus! Elpenor, was ist hier auf einmal los? Elpenor, was ist denn hier auf einmal los? Ja, bei vielen Sachen, die man früher gemacht hat, wächst man raus. Und bei dem Ding ist das, wie gesagt, so, die Geschichte wächst mit uns. Odysseus, die Figur, wächst mit mir. Ich komme jetzt vom Alter her viel näher an diesen Odysseus ran als damals so. Und das ist deshalb verändert sich das auch für uns immer. Und das ist eine ganz feine Sache.